Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. So, wir müssen hier erstmal schlafen gehen. Und neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Lieber. It cannot be. My wife wishes to speak to me. Ja, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Was beschäftigt dich? Du hast einen deiner Scherze zu weit getrieben. Wie steht's um unser Königreich? Alles läuft wie geschmiert. Sehr schön. Mach mal das Feuerchen an. Es ist schließlich noch Frühling und eher frisch. Wir haben 16 Grad. Geht eigentlich. Da könnte ich vielleicht sogar die Tunika ausziehen. Wobei, also nicht die Tunika, eher die, was haben wir da an? Die Google. Machen wir vielleicht mal weg. So, ich nehme es aber mal mit, dass ich sie anziehen kann, wenn ich sie brauche. Wie sieht es hier aus? Angepflanzt, sehr schön. Sehr schön. Hier könnten wir... Ach, da haben wir das Ding hingestellt. Muss mal überlegen, was ich hier noch hinmachen könnte. Quests müssen wir noch machen. Ich könnte gerade mal da runtergehen und gucken, ob die Tauben wieder da sind. Das wäre, glaube ich, noch eine ganz gute Idee. Uns fehlen ja noch welche. Ah, und den Pflaumensaft muss ich abliefern. Das können wir vielleicht direkt auch machen. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und der junge Mann hat endlich seinen Trank oder Trunk. So, hi, Ostrogniv. Hallo, hast du ihn? Jawohl, hier ein bisschen Zaubertrank für dich. Bist du sicher, dass er Zauberkräfte hat? Dieser ist sogar noch besser als der, den deine Eltern trinken. Glaub mir, er macht dich für immer glücklich. Es macht dich immer glücklich, ihn zu trinken. Juhu, vielen Dank. So. Haben wir das erledigt? Und irgendwo fehlt schon wieder was. 5 Tauben brauchen wir noch. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Guten Morgen, Igor. Ich dachte echt, wir hätten vielleicht schon mehr, aber gut. Ich meine, ich hätte gerade eine Taube gehört. Aber ich glaube, hier oben ist kein Taubengebiet, ne? Nur da unten. Mal gucken. Die spawnen ja relativ schnell nach. Dann könnte ich die vielleicht gerade jagen. Mich wundert, ist das da die Dings so spät spawnen. Die Banditen. Hier sind aber noch keine Tauben. Gut. Oder auch nicht gut. Ist der jetzt gerade vom Baum gefallen, oder? Ja, er ist vom Baum gefallen. Man sollte als Toter auch nicht auf Bäume klettern. Nix Tauben. Sehe ich hier wahrscheinlich auch schon, oder? Dass das ausgegraut ist. Ja, ja, ist ausgegraut. Okay, aktuell keine Tauben. Na gut, aber jetzt können wir noch gerade in die Mine gehen. Wir brauchten ja auch noch Erz.
Zinnerz, wohlgemerkt. Können wir gleich mal mitnehmen. Das hat ja gestern Abend nicht mehr geklappt, ne? Da sind wir ja ein bisschen von der Dunkelheit ausgebremst worden. Das ist Kupfer. So. Kupfer, Zinn. Hier können wir jetzt auch wieder die Steine vor allen Dingen raustun. Das ist gut. Brauchen wir die nicht mitnehmen. Also hätte ich bei dem anderen natürlich auch nicht gebraucht. Aber natürlich gewollt. Kupfer. 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 Zinn. Okay. Spitzhacke ist kaputt. Dann gehen wir hoch. Hab grad keine andere dabei. Zwei Sachen fehlen. Wahrscheinlich wieder Leder. Mit Sicherheit wieder Leder. Könnte ich aber gerade noch Pilze mitnehmen. Drei Sachen fehlen. Jetzt aber viel. Produktion, Küche. Keine Milch mehr, okay. Ja, die sind nicht so schnell mit dem Produzieren, die Ziegen. Dann kann... Upsala. Dann kannst du noch... auch Gemüsesuppe mitmachen, glaube ich. So, Näherei. Leder fehlt. Leder fehlt. Dann brauchen wir natürlich viel Leder, ne? Dann hören wir mal auf mit den Schuhen hier. Sonst kann ich, glaube ich, gerade gar nicht viel machen, ne? Strohhut. Da brauchen wir aber Leinengewebe. Da habe ich auch nicht viel von. Okay. Machen wir das so. Dann müssen wir mal gucken, dass unsere Jäger ein bisschen Leder gewinnen jetzt. Wir haben ja immerhin zwei Jäger. So. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht den Rest jetzt craften. Wir brauchen die Tauben. Das ist eines, aber das können wir unterwegs noch machen. Grabräuber. Eine Bronzeschaufel und 11 Säckchen. Säckchen haben wir jetzt gerade erst verkauft, oder? Ja, 11 haben wir aber noch. Säckchen und eine Bronzeschaufel. Die werde ich machen müssen, ja. Dazu brauchen wir Bronze. Die machen wir aber, glaube ich, selber. Und einen Holzstamm. Und ich weiß gar nicht, brauchen wir einen Stock? Wir nehmen mal noch Stöcke mit. Und Kupfer. Barren, ne? Nehmen wir Kupfererz mit. Und nehmen wir Zinnerz mit. So.
Dann machen wir nämlich geschwind Bronzebarren. So, darf ich da gerade mal in die Editor. So, einmal 4 davon. Und dann machen wir noch 4 hiervon. Ich hätte gleich mal noch mehr machen können. Ich muss ja noch Pfeile machen, ne? Fällt mir da gerade sein. Aber vielleicht reicht's auch. So, darf ich an den Amboss, mein Lieber? Danke dir. Bronzewerkzeuge. Ich brauche 2 Holzstämme. Wow. Ich dachte, einer reicht. Na gut, dann holen wir noch einen zweiten. Holzstamm. Was macht unser Brennholz? 304. Jetzt hätte ich natürlich auch gleich für die Pfeile was mitnehmen können. Nicht Nudeln, ne? Naja. So. Ich bin's nochmal. So. Bronzeschaufel. Dann kann ich gleich mal gucken, was ich für die Pfeile brauche. Wir müssen Bronzepfeile machen. Da brauchen wir einen Barren. Okay. Gut, dann muss ich gleich mal gucken, wie viel wir da brauchen. Das haben wir. Hä? Ich habe doch gerade eine Bronzeschaufel gemacht. Bronzepfeile, 7 haben wir. Also 40 brauchen wir, ja. Und ein paar Kupferpfeile. Ich habe doch gerade eine Bronzeschaufel gemacht. Hä? Bronzeschaufel 1. Ach, ich habe die ausgerüstet. Okay. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Jetzt. Jetzt. So. 40 Bronzepfeile, das heißt, wir brauchen 4 Bronzebarren. Und muss ja am besten die ganzen Kupferpfeile auch machen. So, das heißt, wir brauchen 10 Kupfererz. Ne, ich brauche ja mehr. Ich muss ja Bronze noch machen. Das müsste reichen. So. Zwei muss ich noch machen, genau. Dann brauchen wir knapp 100 Stöcke. Nehmen wir einfach mal mit. Und Federn natürlich. So, was wir dabei haben, haben wir dabei. Und dann gucken wir mal. So, ich muss noch mal kurz an die Esse-Editor. Vielen Dank, meine Liebe. So, 2 Zinnbarren.
7 Kupferbarren. Und dann machen wir noch 2 Bronzebarren. Und dann passt das. So. No one can destroy the metal. The metal will strike you down with a vicious blow. Ja. So. Vielen Dank, Nidal. Jetzt können wir 40 Bronzepfeile machen. Dann haben wir da genug. Und dann machen wir, glaube ich, 50 Kupferpfeile noch. Oh, ich habe nur für 20 dabei. Ach, da brauche ich immer 2 Bronzebarren. Okay, gut, macht nichts. Hauptsache, wir haben genug und das haben wir. Dann haben wir noch verdammte Himmelsratten. Ach, das sind die einzigen 3 Quests, ne? Passt, da müssen wir nur noch die Tauben jagen. Dann hole ich gerade mal noch die Speere, die kann ich nämlich verkaufen. Bronzespeer. Den Bogen kann ich verkaufen. Kupfermesser können wir noch ein paar verkaufen. So. Kupfersicheln können wir auch noch verkaufen. Den können wir noch verkaufen. Steinpfeile kann ich noch verkaufen. Kupferhacken, ja, so sind wir aber langsam zu schwer, ne? Noch irgendwas dabei, was ich nicht brauche. Federn, Kupferbarrenstücke. Ja, dann passt doch vom Gewicht her wieder. Sehr gut, dann holen wir mal Stinker. Mit dem waren wir ja unterwegs. So. Auf geht's, dann können wir unterwegs nämlich noch Tauben jagen. Vor Piestovia gibt es ja welche. 6 Stück brauchen wir noch. Ne, 5, ne? Ne, 6. 6 brauchen wir noch. Fünf oder 6, egal. Gucken wir gleich mal, wo überall Tauben noch sind. Krähen wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Heiles Lava. Krähen wäre, glaube ich, deutlich einfacher gewesen. Da haben wir ja mehr in der Gegend. Aber egal, Tauben kriegen wir auch hin. Das sind Krähen, die da laufen. Ich gucke gerade nochmal, aber ich will mich nicht ganz vertue. Da sind Tauben. Ja. Das ist hier kurz bevor der See da anfängt. Okay. Da können wir dann mal gucken. Hm, ein
bin so ziemlich dort. Jetzt gucken wir mal, wo die hier sind. Da ist eine. So. Eine. Ich glaube, ich rüste gerade noch mal die Quest aus, dass ich das genau sehe. So. 6 von 9. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen jetzt weitergehen. Wer weiß, wann die hier wieder landet. Ich laufe mal weiter. Wo war das nächste Gebiet? Das war, glaube ich, gar nicht so weit weg. Hasen, das sind Krähen. Da sind Tauben. Und dort sind nochmal Tauben. Also ist direkt vor Piastovia. Stinker können wir gleich rufen. Stinker können wir nachher gleich mal rufen. Hier nicht. Aber hier jetzt gleich, da sind wieder Tauben. Das sind Krähen. So, hier vorne auf der Kreuzung, da sind Tauben. Neues Level Jagen, das ist doch schon mal gut. So, die machen wir mal weg. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz darüber. In der Zeit können die hier nämlich wiederkommen. Und ich jag hier dann die Taube. Hier sind ja auch nochmal welche. Das ist auch nicht so weit weg. Muss sie jetzt nur gerade noch finden. So. Ach, hätte jetzt gar nicht spannen brauchen. Muss hier eh erst dingsen. Sehr gut. Eine noch. Dann haben wir's. Sind hier noch irgendwo Tauben unterwegs?
Da wären sie gewesen. Da sitzt noch eine. Jo. Sehr gut. Wir haben alle. Wir haben alle. So muss das sein. Ich kann gerade mal noch einen Happen essen. Und wir haben ja noch Jagdlevel. Schleicher. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir haben noch einen Punkt. Jagdwissen. Mehr Erfahrungsgewinn. Raubtier. Gewissenhafter Jäger. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Aber ich glaube, wir machen mal mehr Erfahrungsgewinn. Dann leveln wir nämlich auch schneller. So. Cool. Dann gehen wir gerade mal die Sachen abliefern. Ach, ich wollte was essen. Stimmt ja, da war ja was. So. Dann liefern wir geschwind mal ab. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Hi, Svito. Svito, irgendwas. Hi, Markuslav. So, ich habe ein paar Tauben getötet. Hoffen wir, dass sie dich eine Weile in Ruhe lassen. Du bist meine Retterin. Sie werden zurückkommen. Sie kommen immer zurück. Aber wenigstens haben ein paar von ihnen ins Gras gebissen. Ich danke dir. Goodbye. Jederzeit. So. Hoppala. So einen Bach hätte ich auch gerne. So, hi Derwan. Hier die Pfeile. Vielen Dank. Wenn du noch meinen. Wenn ich doch nur meine Bogenschießkünsten mit einem dieser verantwortungslosen Bastarde als Ziel testen könnte. Wo ein Wille, da ein Weg. Ja, ja, nicht weglaufen. Guten Tag, Bürgerin. Leb wohl. Also die Bronzeschaufel braucht wieder jemand anders. Okay. Da ist hinter der Palisade. Hinter der Palisade. So, hi Zigota. Hier hat jemand Schaufel und Säckchen bestellt. Das wäre dann wohl ich. Vielen Dank. Ja, gut, dass du kein Mörder bist. Das kennen wir ja. So. Wird Zeit für den Heimweg. Okay. Ich frag mal lieber nicht, warum Stinker aus dem Haus kommt. Ich frag mal lieber nicht. Onward. So, dann können wir nämlich heimreisen. Ach, jetzt habe ich die Sachen vergessen zu verkaufen. Ich Nuss. Onward. Moment. Ich habe doch extra die Bronze, die ganzen Sachen mitgenommen, dass ich die verkaufen kann. Ich Null. Das machen wir gerade noch. So viel Zeit muss sein. Auch wenn die jetzt gerade mit Feierabend drohen. So, Posten um hier. Zeig mir mal deine Waren. Du hast auch noch Geld. Sehr gut. Du kannst zwei Bögen kaufen. Bronzespeer. Federn, ne, wobei die können wir selber gebrauchen.
Die Kupfermesser wollte ich verkaufen. Oh, mehr Geld hast du nicht. Das ist aber schade. Ja, du auch. Der Wirt hat doch immer recht viel Geld. Hi Balen, zeig mir mal deine Waren. Du hast doch immer viel Geld. So, du kannst noch Kupfermesser kaufen. Kupfersicheln. Ah, hast auch kein Geld mehr. See you around. See you. Dich habe ich, glaube ich, schon leer gekauft, ne? Yep. Whatever you need. Goodbye. Goodbye. So, wo sind denn die anderen Händler? Drogomir. Ludomila, zeig mir mal deine Waren. Oh, du hast auch schon kein Geld mehr. Take care. Da ist ein Koch. Bist das du? Pass nur mir, zeig mir mal deine Waren. Dich habe ich auch schon leer gekauft. Take care. Take care. Tja. Slavomira. Ach, das bist du. Ja, mit dir habe ich schon geredet. Das ist auch nett gemacht, ne? Das würde ich auch gerne machen können. Aber gut. Das sind übrigens die Kräutergärten, wo mal jemand sagte, da könnte man auch ernten. Das ist richtig, das kann man. Aber ich will den hier ja nicht den Kräutergarten leer räumen. Na gut. Dann müssen wir nochmal später mal gucken. Kann ich die eigentlich? Ne, du bist kein Händler. Okay, müssen wir nächstes Jahr nochmal wieder verkaufen. Nächste Jahreszeit. Ich habe immer noch nicht das Fohlen angeguckt, fällt mir gerade ein. Das Stutfohlen, was wir gekriegt haben. Da müssen wir auch noch gucken, ne? Das müssen wir uns ja auch noch angucken. Aber erstmal müssen wir natürlich nach Hause. Und dann können wir uns das angucken. Dann räumen wir natürlich unsere Speere und sowas alles wieder ins Inventar. Oder ins Lager zurück. Weil die brauche ich ja jetzt nicht mit rumschleppen. Dann können wir eher mal gucken, was wir noch wieder bauen können. Zäune müssen wir noch einige fertig machen. Unbedingt. Aber kommt Zeit, kommt Zaun, ne? Sonst haben wir ja, glaube ich, jetzt keine Quests mehr. Wir haben sie, glaube ich, alle erledigt. Get it up. Get it up. Das Trinken müssen wir gleich noch, aber das können wir dann machen, wenn wir daheim sind. Move on. Move on. Da könnten wir auch schon mal ein Tor hinmachen, ne? So einfach zu demonstrieren, hier beginnt unser Dorf. Hoppala, einen zu früh abgebogen.
So. Vielen Dank, Stinker. Jetzt wirst du in die Freiheit entlassen. Einmal Sattel. So, das Fleisch kann ich mal gerade noch hier reintun. Zehn Fleisch und drei Speisemorcheln. Dann sollten wir noch ein Schlückchen trinken. So. Haben wir das auch? Grunz. Dann gehen wir jetzt aber erstmal schlafen. Oh, Gänseblümchen könnte ich noch mitnehmen. Ich kann mein Inventar noch leer machen. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Federn, Holzschalen, Weizenkorn. Johanniskraut, Löwenzahn und hier haben wir natürlich Kupfersicheln. Den Knüppel. Ah, die Bronzespeere haben wir verkauft. Oh, gut, auch gut. Sagen wir natürlich auch nicht nein. Pfeile muss ich mir bei Gelegenheit nochmal wieder machen. Und einen Hammer könnte ich mal noch einstecken. Bronze, Hammer. Sehr gut. Okay. Einmal noch waschen. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal schlafen, ne? Und beenden an dieser Stelle auch mal die heutige Folge. Nicht wahr, Editha? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal.